Guten Abend. Ich sag mal Juhu. Es gibt eine wissenschaftliche Begründung von Dr. Michael Nils, einem Arzt und Molekulargenetiker, weshalb wir als Gesellschaft im Wesentlichen, die meisten, also unser Denken verlieren. Ich komme gleich drauf, aber jetzt ganz kurz was in eigener Sache. Auf diesem Kanal sind wir höflich, wir tauschen uns aus. Wir gehen aufeinander ein, also wenn der eine etwas geschrieben hat, dann ist das natürlich höflich, etwas darauf zu antworten und nicht irgendeinen anderen Kram hinzuschreiben und so weiter. Und wir kommen dadurch zu neuen Erkenntnissen. Dadurch. Ich sage jetzt mal aber. Früher war es nur so, dass die Leute, vor allem anonym, ihren Frust abließen. Ne? Und das störte auch massiv. Ich habe dann solche Kommentarvideos eingefügt und dadurch wurde es endlich ein bisschen ruhiger. Und jüngst gab auch noch mal jemand zu, und das haben die aber früher auch schon zugegeben, etliche Leute, ich gucke das Video gar nicht an, sondern ich kommentiere sofort. Also sie ließen ihren Frust ab und das störte wirklich massiv. Das störte, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Also, naja, gruselig. Mittlerweile gibt es aber auch solche Sachen wie, ja, die BRVD oder ID oder weiß der Kuckuck was, und das Kaiserreich und wenn ich dann mal provokant nachfrage, ja, was, oder Gegenargumente bringen, ja, was wollen wir denn nun machen? Mal ein paar Tipps. Nur los, raus damit, Hosen runter. Ja, dann kommt nur wieder Wortreiches und vor allem hohles Zeug, was auch nichts hilft. Wir können uns ja gern später mal Gedanken machen, wie der neue Staat aussehen soll und so weiter. Aber ich sagte schon in einem meiner anderen Videos, deswegen habe ich den Grabstein auch hier, das Thema ist im Moment wirklich begraben. Das stört den Staat einen großen Sch Das sagt man nicht. Aber das juckt den nicht. Also was soll das denn? Dieses blöde Rumgetue, ich weiß, dass ja, wie unser Staat zu funktionieren hat und so weiter und so fort. Ja, sag doch das mal am Staat. Geh doch mal hin und sag's. Ja, ich hab da, wie ich das mache. Ja, schon gut. Ich verweise hier oben vielleicht nochmal aufs Video, auf dieses, was ich meine. Das mit dem Grabstein. Oder blättert einfach mal im Kanal. Aber dazu sind ja die meisten Kommentatoren auch zu faul. Ne? Naja gut. So, jetzt aber, jetzt wird es wirklich höchst interessant und spannend. Denn Dr. Nils, der hat herausgefunden, dass der sogenannte Hippocampus schrumpft. Der Hippocampus, ich blende mal das Video ein, ich verlinke euch das. Der Hippocampus ist praktisch die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften und ist eigentlich dafür da, der heißt so, weil er ein Seepferdchen ähnlich sieht, und ist dafür da, die Gehirnhälften zu verbinden und alles, was der Hippocampus am Tage gespeichert hat, der hat ungefähr, laut Dr. Nils, ein ungefähres Speichervolumen von einem Tag, das schiebt er dann nachts ins Langzeitgedächtnis. In die graue Masse, wie wir gerne zu sagen pflegen. Und dadurch können wir uns das merken. Und höchst interessant, dieses Video. Es gab jemanden, dem wurden beide Hippocampen entfernt und der konnte sich tatsächlich nichts mehr von früher und nichts mehr von später und überhaupt nichts mehr merken. Der war nur noch, er lebte im Hier und Jetzt und das nur ganz kurz und sobald er abgelenkt war, dann war es vorbei. Aber dieses, sagen wir mal, ein bisschen bessere, ein Tagesgedächtnis, sagen wir es mal so dafür. Wenn das Erlernte in den Langzeitspeicher, sprich die graue Masse, schiebt und der Hippocampus volumenmäßig stets abnimmt, gucken wir mal kurz, warte mal, er hat hier irgendwo, er hat es auch schön erklärt anhand einer Grafik, wie das mit dem bewussten Erleben ist und der Hippocampus kann übrigens auch wachsen, was man dachte, dass es nicht geht. Moment mal. Die Abnahme, ich finde es gleich. Na, naja, hier. Normalerweise wächst das Volumen des Hippocampus von 0 Jahre bei ungefähr 3 Kubikzentimeter auf ungefähr 9 Kubikzentimeter an, bis wir ungefähr so 30 sind, ausgewachsen sind, und dann wächst dann nur noch ein paar Mikrometer sozusagen, und zwar immer prozentweise noch ein bisschen mehr. 1 bis 2%, sagt Dr. Nils, wächst der Hippocampus bis ins hohe Alter. Normal, das wäre natürlich. Normal ist es mittlerweile aber so, dass die Größe des Hippocampus immer weiter abnimmt. Er spricht auch, warum das so ist. Darüber spricht er auch. Und unter Corona war es sogar
normal in Anführungsstrichen, dass die Abnahme noch wesentlich schneller erfolgte. Jetzt können wir uns vorstellen, was da so los ist. Bevor ich hierzu komme, es gab, und das fand ich auch, das war eine schöne Stelle in dem ganzen Video, es gab zwei Nobelpreisträger, Daniel Kahneman und Vernon Smith. Und zwar, die haben, ich sage immer ganz einfach, Bewusstsein und Unterbewusstsein dazu, hört euch das an, lohnt sich. Das ist praktisch, die haben praktisch so eine Art auch wissenschaftlichen Beweis dafür geliefert, wie Hypnose funktioniert und dass sie funktioniert. Und das, finde ich, ist wirklich ein Nobelpreis wert. Milton Erickson, der hat das ja rein aus Erfahrungen gemacht. Er wusste, hat ja auch zugegeben manchmal, ich weiß selber nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Das war übrigens schon eine hypnotische Anweisung, ganz nebenbei. Ja, und jetzt wieder zu Dr. Nils. Und zwar, diese Art Formel, diese Grafik hat er aufgestellt. Das Wichtigste ist, dass die Menschen ihren Lebenssinn behalten. Und er ist auch darauf eingegangen, wenn der Lebenssinn fehlt, weil zum Beispiel ein Stück Gemeinschaft fehlt, wenn Leute weggesperrt werden oder wenn die Ernährung schlecht ist und alles im Laufe der Zeit, deswegen ist die Zeit hier außenrum, aber auch wenn Bewegung fehlt und. Wenn irgendwelche dieser Faktoren hier gestört sind, dann hat das Einfluss auf das Wachstum des Hippocampus. Das ist gruselig. Das heißt also, und jetzt, das finde ich so schlimm und ich finde es gut, denn das sagt ja letzten Endes, der Doktor, der bestätigt mich ja nur. Also ich dachte, Mensch, herrlich, besser kann man es nicht beweisen. Ich habe es auch nur aufgrund der vielen Erfahrungen gemacht. Der Doktor, der hat es eben durch echte Wissenschaft gemacht und hat eben nachgewiesen, dass das daran, oder hat so weit nachgewiesen, dass er sich an die Öffentlichkeit traut. Ein normaler Wissenschaftler, der weiß das erst nach und dann traut er sich an die Öffentlichkeit. Da kennen wir auch andere. Aber jetzt nicht gleich wieder irgendwelchen Scheiß kommentieren hier. Das wissen wir alles selber. Am besten, nee, ich stelle diesmal ich stelle die Kommentare ab. Ich habe es nämlich satt. Denn da kommen so garantiert wieder irgendwelche komischen Menschen. Die brauchen wir hier nicht. Ich werde auf ein Kommentarvideo verweisen. Auf ein ziemlich altes, aber ist ja egal. Ich sehe ja trotzdem, was da los ist. Und in diesem Kommentarvideo da, ja, das werde ich machen. So ist es. Gut, so, also, nochmal, wenn das wirklich stimmt und wenn damals die beiden, wenn diese Erkenntnis in falsche Hände gelangt ist, dann können wir uns auch vorstellen, weshalb die Verblödung ganz bewusst auch in die Richtung getrieben wurde, dass die Menschen weniger denkfähig sind. Weniger denkfähig, weil sie auch nur Kurzzeitgedächtnis haben, weil dieses Tagesgedächtnis immer kleiner wird, kann es nicht so viel ins Langzeitgedächtnis verschieben. Und ja, er spricht auch davon, wie bequem das ist, einfach so mit dem ersten oder dem zweiten Denken zu arbeiten, mit dem schnellen oder mit dem langsamen und. Ihr müsst es euch anhören. Wie gesagt, ich werde es unten verlinken. Höchst interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Video. Na dann, schauen wir mal, ne? Ich sag's auch jetzt wieder. Macht was. Hört euch das Video an. Und dann macht was, aber macht das gut. Dann geht's allen besser. Alle guten Wünsche. Tschüss, tschüss.